So, gut angekommen hier in Paphos. Wo befinden wir uns? An den Königsgräbern. Die wollen wir uns als erstes anschauen bei unserem ersten Ausflug. Katrin hat heute ihre erste Tour verbracht. Genau, im Linksverkehr als Autofahrer ist erstmal eine völlig neue Situation für mich, dass ich halt auf der anderen Seite vom Auto sitze. Wir haben extra ein Automatikauto genommen, damit ich nicht noch mit dem Schalten beschäftigt bin. Das ist schon ganz gut und mit dem Fahren hat super geklappt. Also hier erstmal kurz das Auto noch und dann gehen wir in die Königsgräber. Das kleine Vehikel hat uns hier reingeführt. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal los. Und tanken waren wir auch schon. Da vorne ist der Eingang schon zu sehen. Da gehen wir jetzt hin und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, jetzt sind wir hier reingekommen. Durch die Pforte natürlich, logischerweise. Hier ist der Einlassbereich und dann werden wir uns gleich ein Ticket holen. Muss doch nicht, Schatz. Thank you. Two people, please. Zweimal haben wir Karten gekauft. 2,50 € eine Karte. 2,50 €. Da kann man es ganz gut sehen. Das ist eigentlich im realen Rahmen. Und jetzt schauen wir mal, wo es hier losgeht. Gehen wir erstmal zur Tafel, um zu schauen, wie sich hier die Gräber, oder wo sich hier die Gräber befinden, besser gesagt. Hier eine klitzekleine Skizze. Und dann würde ich sagen, lasst uns mal zu den Gräbern gehen. Grab Nummer 5 ist das interessanteste von allen. Da werden wir nachher die Säulen sehen. Die Königsgräber von Paphos. Da sind unsere Mitreisenden. Die gehen erst in die ersten Katakomben. Und da bewegen wir uns gleich hinein. Hier sind der Platz Nummer 1 bzw. die erste Grabstätte Nummer 1. Katrin ist schon voll in Action. Katrin, siehst du schon was? Schauen wir mal hinein. Noch nicht so spektakulär, würde ich sagen. Aber trotzdem ganz interessant. Also es ist eine Grabstätte, ja? Ist die Grabstätte Nummer 1 von den Königsgräbern. Ich glaube, insgesamt sind es Nummer 7, das werden wir nachher nochmal einblenden. Nein. Da ist natürlich niemand mehr drin. Warum eigentlich? Wird doch immer ein bisschen interessanter. Aber man sieht schon, die Leute waren nicht so groß damals. Ja, aber es ist doch relativ groß. Es ist relativ groß, meine. Okay. Kurz mal noch geschwenkt. Und dann gehen wir wieder hinaus. Hier haben wir den Platz, an dem die Gräber sind. Nochmal ein kurzer Schwenker. Und dann geht es gleich auf zum nächsten Grab. Wo geht es da weiter? Da vorne Katrin natürlich wieder beim Foto für Instagram. Und wir gucken mal hier weiter, wie es überhaupt weitergeht. Die Anlage sieht ziemlich groß aus. Das ist da vorne, da siehst du Katrin, da vorne ist schon das nächste Grab. Okay. Ob das Nummer 2 ist, wollen wir mal sehen. Doch, nee, da vorne. Hier geht es zur 2, also dürfte das ein anderes Königsgrab sein. Ah, okay. 3, 4, 5 geht es da lang. Also hier auch schön gut beschriftet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, die Richtung. Wenn wir erstmal zum Zweier gehen, dann haben wir hier die Richtung eingehalten. Also da geht es zur 2. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Hier ein klitzekleines Grab.
Das war bestimmt für die Angestellten. Glaube ich mal. Gehen wir mal rein. Noch können wir was sehen. Hier auch ein kleines Fensterchen mit einer Treppe. Gehen wir mal die Treppe hoch. Ah! Andi in Gefahr. Und Katrin hinten rein. So, sehr interessant. Upsala. Aber von hier oben kann man schön sich einen Überblick verschaffen. Da vorne, und da vorne sind wir gekommen, da war der Wegweiser. So nochmal ein schöner Schwenker über die Anlage hinweg. Auch nicht so viel Touristen unterwegs. Katrin kommt auch schon. So. Da ist sie. Geschafft. Hier geht es wieder ins Grab hinunter. Aber welches Grab das von den vielen ist, können wir euch auch nicht sagen. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir das raus. Einfach nur Höhlen. Ja, vielleicht haben sie auch ein paar Höhen. So, das sieht, naja, bisschen gibt's schon was zu sehen. Aber es ist der einzige Eingang. Hier geht vielleicht noch ein Gang hinein, aber ich glaube nicht. Das ist wahrscheinlich die Grabstätte von Pontius und Pilatus. Nein, die Königsgräber sind keine Königsgräber in diesem Sinne, sondern hier wurden Aristokraten beerdigt und die reichen Papalonis, wie man so schön sagt. Kurz mal geschwenkt und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, jetzt geht es wieder runter. Das war übrigens die Grabkammer von dem Gräber Nummer 2. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Da dürfte sich dann 3 bis 7 finden. Da vorne der Wegepunkt. Da, wo wir losgegangen sind. Jetzt ein angenehmes Lüftchen von der Seite wird uns begleiten zur nächsten Grabkammer. Sieht auch ganz nett aus, Katrin, oder? Ja. Sehr interessant. Was das nun war, Eingang zur Grabkammer vielleicht eventuell, weiß man nicht so genau. Ja. Könnte man aber annehmen, auf jeden Fall. Ja, wir können ja da oben noch mal lang gehen, ob da noch mal ein Eingang ist. Ja, nun muss man dazu sagen, 300 vor Christi haben die überhaupt hier die Anlage, glaube ich, gebaut oder immer wieder erweitert bis 3 nach Christi. Hier kann man sich schon ein bisschen verlaufen, glaube ich, oder? Mhm. Sehr weitläufig, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Eine Grabkammer, aber momentan nicht zu identifizieren, welche Grabkammer das ist von den 8 Grabkammern. Insgesamt sind es doch 8 Grabkammern, die ich gesehen habe, also nicht 7, wie ich vorhin erwähnt habe, sondern genau 8 Grabkammern oder Gelände von Grabkammern, könnte man sagen. Katrin, guckst du mal hinein, was es da zu sehen gibt. Das ist mein Haus.
Das ist Katrins Haus, hat sie gesagt. Ich hoffe, sie bleibt bei der Entscheidung und möchte nicht mehr. Ich würde sagen, wir gucken doch mal hinein. Ach, die drei Grabkammern. Fünf sind es. Fünf. Ja, eins, zwei, drei. Okay. Also schätze ich jetzt mal. So sieht's aus. Und hier mit Fensterblick, Grabkammer mit Fensterblick. So, hier ist das nächste Schild und wir gehen jetzt zur 6, Grabstätte Nummer 6 und Grabstätte Nummer 8. Teilweise natürlich nicht viel zu sehen, außer Katrin, die durchs Geröll läuft. Prinzessin Katrin. Aber wir können mal hier wieder mal hineingehen und schauen, was hier unten ist. Ups, alles machbar, was die Treppen betrifft. So, Licht ist an, aber trotzdem ganz schön dunkel hier in den Katakomben. Schauen wir mal, leichten Schwenker machen. Aber man kann es sehen. Ja, hier sieht ebenfalls interessanter aus als die letzte Grabstätte. Ach, hier geht es zu den Säulen durch. Das ist ja interessant. Dann können wir gleich hier durchgehen. Das dürfte dann zur Grabstätte Nummer 5 gehören. Das ist die interessanteste Grabstätte. Aha. Kommen wir durch den Seiteneingang. Und dann gehen wir gleich mal hier durch. Müssen wir ein bisschen krabbeln. Aber das dürfte kein Problem sein. Auch Katrin quält sich jetzt hier durch, aber es ist alles machbar. Hier oben ist noch eine kleinere Luke, da könnte der Klaus durchkommen. Nein, aber das geht schon. Das mache ich natürlich gerne. So, jetzt gehen wir hinein, da wo auch die Dame von gerade reingeguckt hat. Das sind die Säulen und das ist eigentlich die größte Grabstätte, die wir hier bei den Königsgräbern von Papus haben. Und darauf habe ich mich eigentlich ein bisschen gefreut. Hier nochmal ein kleines Zimmerchen. Wer weiß, wie viel hier drin gelegen haben, kann man nicht sagen. Wir machen von oben auch nochmal ein Foto von der Grabstätte. Aber erstmal schauen wir nochmal in die nächsten Katakomben. Kleiner Schwenker. Nochmal über die Anlage. Gucken wir, ob Klaus und Katrin noch da sind. Hallo? Ja. Ich müsste nur erstmal meine Küche ein bisschen dauern. Warum die hier so eine kleine Kochstelle brauchen, ist mir unklar. Schauen wir mal hinein, was hier drin ist. Sieht mehr aus wie so ein kleiner Brunnen. Ah, hier gibt es einen normalen Eingang. Hier können wir dann auch rausgehen. Aber wir wollten ja noch mal hier hineinschauen. So. Sehr schön. Also das scheint wohl dann doch hier die Grabkammern zu sehen. Hier geht es noch mal ein bisschen weiter hinein. Vielleicht nach Familie unterteilt. Könnte eventuell sein. Und wenn man das mal sich anguckt, an der Seite hier, ja, die sind alle in den Stein geschlagen. Da ist nichts gebuddelt, sondern hier wurde richtig mit Werkzeug Hand angelegt. Sehr schön. Katrin, ja, ist auch wieder begeistert. Ja. So, jetzt mal die Treppe, da geht es wieder schön raus. Das ist ja wahrscheinlich ein normaler Eingang.
extra hineingebuddelt, hineingeklopft für die Touristen. So. Wobei hier drinne steht, Grabstätte Nummer 3. Also irgendwas haut hier nicht hin. Aber egal, wir haben ja da die richtige Grabstätte gefunden. Tom 4 ist hier. Kann man gut erkennen. So, hier unten auch nochmal sehr interessant. Gucken wir uns gleich an. Hier nochmal der Blick von oben in die Grabkammer. Das war gefährlich, wa? Die Grabkammer ist aber die Nummer 3, nicht die Grabkammer Nummer 5. Dann wird die 5 vielleicht eventuell noch ein bisschen größer sein. Aber die 3 war auch schon nicht von schlechten Eltern. So, das ist die Nummer 4, Grabkammer Nummer 4. Die schauen wir uns jetzt an. Aber diesmal nehmen wir den offiziellen Weg. Aber alles machbar. Auch für ältere Personen. In einer der Grabkammern wurde komplett der Reiter mit Pferd beerdigt. Mit seinem Lieblingspferd. Grabkammer Nummer 4. Schauen wir mal wieder hinein. Bisschen abgesperrt, aber das macht ja nichts. Da müssen wir mal gucken, wie das hier ausschaut. Hier natürlich wunderbar zu erkennen, diese kleinen Kämmerlein. Aber viel Platz, muss man mal sagen, für die Verstorbenen. Wahrscheinlich waren hier Hab und Gut oder die Lieblingssachen auch noch mit vergraben. Natürlich wurden diese Gräber schon vor einiger Zeit geplündert und denke mal, da wo man den Rest ausgebuddelt hat, hat man nicht unbedingt die wertvollen Dinge gefunden, sondern vielleicht eventuell nur ein paar alte Töpfe. Da oben steht die Familie und da soll es dann auch wieder hingehen. Hallo ihr? Hallo. Gefällt es euch? Ja, wunderbar. Ja, ja, mal. So einmal. Da hat er heute ein Zeitraffer. Nummer 5 haben wir gefunden. Und Nummer 5 ist jetzt eigentlich die Hauptattraktion dieser ganzen Königsgräber. So. Haben wir hier ein paar Täubchen oder ein paar Auferstandene, die ein paar Täubchen verspeist haben. Aber eigentlich für mich sieht eigentlich die Nummer 5 viel kleiner aus wie die Nummer 3, wo wir da durchgekrabbelt sind. Ja, hier schon ein bisschen ausgespült. Oder die Vögel haben sich breit gemacht in diesen Grabkammern. So, hier auch nochmal eine kleine Pforte. Wer weiß, wo die hingeht. Vielleicht ist hier der Reiter mit seinem Pferd. Nein, ist er nicht. Ich denke mal, auch der wird im Museum gelandet sein. Gucken wir gleich nochmal nach und dann werden wir das einblenden. Auch die Familie wieder da. Sehr imposant. Hier wieder dieser typische Brunnen. Schon ein bisschen ausgetrocknet. Und Katrin auch wieder beim Foto machen, wie sich das gehört. Hier nochmal rundherum
Grabstelle Nummer 6 aus anderer Perspektive und dann geht es auch schon wieder zurück. Wo ist jetzt der Ausgang? Hier nicht.